aus der Pause. Ich bin jetzt hier bei den Eastside Music Days. Die haben jetzt zwar gerade erst begonnen, aber ich kann euch versprechen, hier steppt der Bär an der Eastside Gallery. Die Eastside Music Days, das kostenlose Street Music Festival, zieht seit ihrer Premiere mehr als 40.000 Zuschauer jährlich an die Mercedes-Benz Arena und Oberbaumbrücke. Ja, zum vierten Mal in Folge veranstalten wir dieses Festival hier an der Spree zwischen Oberbaumbrücke, Eastside Gallery. Mit wahnsinnig vielen Musikern aus aller Welt, die hier umsonst spielen und bei herrlichem Wetter. Es wird ein fantastisches Wochenende. Wie kam es denn dazu, weil es gegenüber von der Mercedes-Benz Arena stattfindet, oder wie kam es denn dazu? Ja, wir als Organisator betreiben auch die Mercedes-Benz Arena, aber das ist natürlich unser Heimatkiez, und an dieser schönen Parkstrecke hier am Wasser wollten wir einfach mal was tun für Berliner Musikfans, was umsonst ist, wo man kein Ticket für kaufen braucht und wo man einfach unheimlich viele Nachwuchskünstler umsonst sehen kann, und das hat sich sehr gut etabliert. Wie findet das statt? Wie findet ihr die Musiker? Per Aufruf, per Instagram, Facebook? Ja, es gibt immer natürlich Aufruf über Social Media und über unsere Eastside Music Days Plattform. Und natürlich bewerben sich viele. Uns helfen ein paar Kuratoren dabei, am Ende dann die 60 Künstler, die wir heute haben, die Bands auszuwählen, wie zum Beispiel Berlin Street Music oder Chapter One oder Nordic by Nature. Die helfen uns einfach, eine Auswahl zu treffen. Und ich glaube, wir haben eine unheimlich genrebreite Auswahl für diese nächsten beiden Tage, da ist wirklich alles dabei. Und kulinarisch habt ihr auch einiges zu bieten. Es gibt ja ganz, ganz viele Stände. Ja, das gehört ja natürlich dazu. Man soll ja hier auf dem Festival sich bewegen und hier mal reinhören, da mal reinhören. Zwischendurch brauchen wir natürlich was zu trinken, was zu essen. Und dafür haben wir eine schöne Auswahl an internationalen Streetfood-Ständen natürlich auch. Und für die kleinen Gäste habt ihr auch was? Genau, für die kleinen Gäste haben wir zum Beispiel Capovazzi Kinderzirkus und auch die Möglichkeit, wie gesagt, die mal hier in Ruhe spielen zu lassen. Das ist die perfekte Location, und ich bin gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Ich habe Glück mit dem Wetter, und nächstes Jahr ist ja dann alles hier eröffnet, dann wird es noch bombastischer. Ja, nächstes Jahr haben wir ja noch ein bisschen Platz, mal auf die andere Straßenseite zu gehen, wo ja jetzt und seit Jahren noch Baustelle ist, aber der Mercedesplatz eröffnet im Oktober, und dann können wir auch ein Stück weit die Musik in Richtung Mercedes-Benz Arena ziehen, aber natürlich soll es auch hier an dieser schönen Atmosphäre am Wasser bleiben. Apropos schöne Atmosphäre, wie wichtig ist diese Location hier? Das ist ja ein historisch bedeutender Platz hier. Ja, das ist. Wir befinden uns ja hier auf dem ehemaligen Todesstreifen hier. Davon merkt man heutzutage nicht mehr viel. Viele der Besucher, die hier langströmen an der Eastside Gallery, informieren sich darüber, sind vielleicht auch ein bisschen erstaunt und können sich das eigentlich kaum noch vorstellen, wie es hier früher mal war. Aber umso schöner, dass die Zeiten vorbei sind und dass hier jetzt Menschen aus aller Welt zusammenkommen und Berlin genießen und vor allen Dingen Musik abfeiern. Dafür steht Berlin, und so soll es sein. Vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Eastside Music Days at the Eastside Gallery. Am 31. August startet die größte Technikmesse der Welt in Berlin, die IFA. Den Besuchern erwartet eine Reise in die Zukunft, und sie sehen die Technik von morgen. Bei der Pressekonferenz, die in der Station Berlin stattfand, erfuhren wir, was die internationale Funkausstellung alles zu bieten hat. Wie wichtig ist die IFA weltweit? Die IFA ist weltweit die größte Messe für, wie wir sagen, Consumer Electronics und Elektrohausgeräte. Am Ende für das gesamte Connected Living, alles, was wir an Geräten, an Elektronik, an Services zu Hause und unterwegs nutzen, ob zum Fernsehen, zum Radio hören, zum Video sehen, zum Kochen am Ende, bis hin zum Waschen. Es gibt keine größere Messe weltweit. Nirgendwo kommen so viele internationale Fachbesucher zusammen, und nirgendwo kommen für diese Branchen auch so viele Medienfachleute zusammen. Sie sagten auch gerade in der Pressekonferenz, dass die größte Marktentwicklung die Homebranche ist. Vor 10 Jahren wurden sie ausgelacht, und jetzt ist es einer der Weltmarktführer. Ja, in der Tat, wir kommen ja von der Funkausstellung. Heute sind wir die moderne IFA.
weil Funkausstellung konnte auch international keiner aussprechen. Oder wenn, war es eine sehr schräge Aussprache für uns Deutsche. Nein, in der Tat, vor 10 Jahren haben wir das erste Mal Elektrohausgeräte, sprich Backöfen, Kühlschränke, Waschmaschinen in die IFA geholt. Und natürlich gab es damals einige, die gesagt haben, wir machen die IFA kaputt. Wir waren der Meinung, dass wir die IFA sogar ergänzen um ganz wichtige Bereiche des vernetzten Lebens. Und am Ende ist es eine riesige Erfolgsgeschichte. Nicht nur, weil die Elektrohausgeräteindustrie gezeigt hat, wie innovativ sie in Technologie ist, sie in, am Ende auch in digitalen Services ist, aber auch im Design, in der Freude am Leben, in der Präsentation. Und wenn Sie auf die IFA kommen und die Messestände eines Elektrohausgeräteherstellers sehen und eines TV-Geräteherstellers, Sie werden in der Qualität, in der Emotionalität, in der Freude auf dem Stand keinen Unterschied spüren, außer vielleicht, dass Sie bei den Elektrohausgeräten sogar Live-Köche, Spitzenköche erleben können. Also auch noch nicht nur sehen und hören, sondern sogar riechen und schmecken können. Und all das kann man ja auch sehen und hören und riechen und schmecken mit speziellen Führungen. 60+, dann für Gehörlose, all das bieten Sie an. Ja, natürlich kann man die IFA ganz normal besuchen, Ticket kaufen, hingehen, Freude haben auf den Ständen, Freude haben im Sommergarten bei Konzerten. Aber es gibt natürlich Zielgruppen, denen wir es ein bisschen einfacher machen möchten. Oder wo es gar nicht so einfach ist, all die Geräte und Ideen zu finden. Eine sind zum Beispiel, wie Sie ansprachen, 60+. Sprich, es geht ums Alter. Für Junggebliebene, sich jung fühlende auf der einen Seite. Aber es gibt natürlich andere Anforderungen, vereinfachte Fernbedienungen. Oder dass man auch mal was verstehen will, was einem sonst irgendwelche Jugendlichen, in welcher Art auch immer berufsjugendlich erklären. Dort ist wirklich, sind Informationen so aufbereitet, dass sie zugänglich werden, dass man sie versteht. Aber eben auch, dass man Produkte sieht, die speziell bestimmte Bedürfnisse für ältere Menschen erfüllen. Wenn Sie wiederum behinderte Menschen sehen, ob das Blinde oder Gehörlose sind, auch die, denen wollen wir natürlich Zugang bieten, wenn sie sich informieren möchten und das barrierefrei. Sprich, für Blinde haben wir Besuchergruppen organisiert, wo sie mit Kopfhörern natürlich die Informationen bekommen und wir sie durch den Besucherstrom leiten. Und für Gehörlose haben wir Gruppen mit einem Gebärdendolmetscher, der ihnen auch das erläutert. Und auch da haben wir die Informationen im Internet. Man sollte sich vorher dafür anmelden, aber es funktioniert. Hey, wusstet ihr schon, dass die IFA in jedem Jahr kostenfreie Führungen für Gehörlose und gehörgeschädigte Personen anbietet? Während der 2-stündigen Führungen erhält man detaillierte Informationen zu innovativen IFA-Produkten direkt vom Aussteller. Mit einer Gruppenstärke von maximal 12 Personen, zuzüglich möglicher Begleitpersonen, werden pro Führung jeweils 3 verschiedene Aussteller angelaufen. Die Führungen finden immer am Sonntag der Messe statt. Am Vormittag von 10 bis 12 Uhr und am Nachmittag von 13 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist am Eingang Süd. Voranmeldung notwendig über ifa@factory-c.com. Dann kommt jetzt noch der sommerliche Highlight, der Sommergarten. Sie sprachen das gerade an mit James Blunt, dann mit Till Brönner, mit der amerikanischen, ja, erzähl mal. Wir haben in der Tat dieses Jahr ein unglaubliches Programm im Sommergarten. Für die etwas Jüngeren, präsentiert auch von Radio Fritz am Ende des Tages, dass die Deutschpoeten, junge oder etablierte deutsche Bands, die Hits geschrieben haben in den letzten Jahren, in diesem Jahr, ob das Clouseau ist, der ist noch bekannt. Bei dem einen oder anderen gibt es aber auch Namen, die man doch schon eher als Jugendlicher oder sehr musikbegeisterter kennt. Irres Programm, fast ausverkauft. Wir starten am Donnerstag mit einem Spezialkonzert mit Wanda und Olli Schulz. Wanda ist ja mal von den Lesern des deutschen Rockmagazins als die Rockband des Jahres gewählt worden, vor 3-4 Jahren. Olli Schulz kennt, glaube ich, auch jeder, funktioniert. Am Sonntag haben wir, kennt auch jeder die Hits, James Blunt hier im Sommergarten. Und da er wirklich quer alle Altersgruppen anspricht, haben wir da sogar die Möglichkeit, sich im Sommergarten zu setzen. Nicht nur zu stehen vor der Bühne, sondern auch wirklich es ganz bequem zu erleben. Und ein absolutes Highlight in diesem Jahr, 70 Jahre Luftbrücke ist hier auch, ist, dass wir die US Air Force Big Band hier im Sommergarten haben werden, gemeinsam mit dem Jazzmusiker Till Brönner. Und das ist was ganz, ganz Spezielles. Eine große Big Band dieser Art bekommt man eigentlich gar nicht mehr zu sehen. James Last erinnert noch jeder, aber die Bands heutzutage sind viel kleiner. Insofern ein einmaliges Erlebnis. Die Band ist eigentlich europaweit ausgebucht. Wir haben das Glück, dass sie zur IFA nach Berlin kommen wollten. Und mit einem Radiosender und Till Brönner zusammen wird es ein garantiert einmaliges Erlebnis, das man nicht so oft wieder haben kann. Es klingt so, oder es wird, die IFA wird wieder sensationell. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Das ist das Aushängeschild, aber man sieht dich überall in der ganzen Stadt. Machst du das zum ersten Mal? Nein, das ist jetzt schon mein drittes Jahr. Wie fühlt sich das an, wenn man durch die Stadt Berlin geht und man sich sieht? Super aufregend. Ich freue mich jetzt schon auch auf die IFA und wenn ich den ganzen Poster überall sehe, dann stimmt das einfach nur ein. Wie sieht das aus den ganzen Tag auf der IFA? Wirst du natürlich präsentieren und immer dabei sein? Genau, ich bin von morgens bis abends dabei und darf mir ganz viele Aussteller anschauen, bin bei ganz vielen Sprechern dann anwesend und bin sehr gespannt, was auf mich zukommen wird. Erkennen dich jetzt schon Leute auch so im normalen Alter? Natürlich, ja. Sehr schön, also ein ganz tolles Aushängeschild und wir freuen uns auf die IFA. Super, ich freue mich auch. Vielen Dank. Am Freitag, den 31. August, ist es soweit. Dann öffnet die IFA für 6 Tage ihre Messetüren. Und auch wir sind gespannt auf die brandneuen Produkte und die neuesten Trends. Ich bin jetzt am Ende der Live-Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder.